Hallo zusammen. Heute haben wir spannende und kontroverse Neuigkeiten rund um Laura Müller und Michael Wendler. Während die beiden die Nachricht über die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes freudig verkündet haben, sorgt vor allem ein Thema für Aufsehen: Laura Müllers geplante Schönheitsoperationen. Im neuesten Podcast von Laura und Michael werfen sie einen offenen Blick auf ihre Pläne und die Reaktionen darauf. Was genau haben sie über Schönheitsoperationen gesagt und wie stehen sie dazu? Lasst uns die Details genauer unter die Lupe nehmen. Laura Müller und Michael Wendler haben nicht nur die frohe Botschaft verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwarten, sondern auch auf ihrem Podcast Die Wendlers ausführlich über ihre Pläne gesprochen. Laura hat angekündigt, dass sie eine Brustvergrößerung plant, was für eine Menge Gesprächsstoff sorgt. Im Podcast erklärte Laura, dass die Brustvergrößerung ein lang gehegter Wunsch von ihr sei. Sie plant den Eingriff in wenigen Monaten, nachdem ihr zweites Kind auf die Welt gekommen ist. Diese Ankündigung hat in den Medien und sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt, da Schönheitsoperationen während der Schwangerschaft allgemein als risikobehaftet gelten. Die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie empfiehlt, solche Eingriffe während der Schwangerschaft zu vermeiden. Laura Müller und Michael Wendler haben jedoch klargestellt, dass die Brustvergrößerung nach der Geburt stattfinden wird. Michael erklärte im Podcast, dass Laura schon lange mit dem Gedanken spielt und dass es ihr großer Wunsch sei. Laura selbst findet ihre derzeitige Oberweite zwar nicht schlecht, sieht aber Verbesserungsmöglichkeiten. Sie betonte, dass sie nach der Geburt wieder Sport treiben und an ihrem Körper arbeiten möchte, um schnell ihre alte Form zurückzugewinnen. Die Diskussion über Schönheitsoperationen ist im Podcast besonders offen geführt worden. Laura Müller schilderte, dass sie sich nach der Geburt nicht auf anhaltendes Fitnesstraining konzentrieren möchte, da sie weitere Kinder plant. Sie wolle kein Sixpack anstreben, da sie es möglicherweise nach der Schwangerschaft wieder verlieren könnte. Michael Wendler lobte Laurens Körper nach ihrer ersten Schwangerschaft und wies darauf hin, dass sie trotz Gewichtszunahme schnell wieder ihre alte Figur zurückgewonnen habe. Laura und Michael sprachen auch darüber, wie solche Schönheitsoperationen Teil ihrer körperlichen Selbstverwirklichung sind. Laura zeigte sich optimistisch, dass sie auch nach der zweiten Schwangerschaft schnell ihren alten Körper zurückbekommen wird. Die offene Diskussion im Podcast zeigt, dass das Paar bereit ist, ihre persönlichen Entscheidungen und deren Hintergründe detailliert zu teilen. Die Ankündigung und die Diskussion über die Brustvergrößerung haben in der Öffentlichkeit gemischte Reaktionen ausgelöst. Während einige Zuschauer und Fans Laurens Entscheidung und ihre Offenheit schätzen, gibt es auch kritische Stimmen, die sich über die Notwendigkeit und den Zeitpunkt der Operation Gedanken machen. Laura nutzt ihre OnlyFans-Plattform, um ihre freizügigen Inhalte zu teilen, was ebenfalls zur Diskussion beiträgt. Die offenen Gespräche über Schönheitsoperationen, die Laura Müller und Michael Wendler in ihrem Podcast führen, werfen ein Licht auf die persönlichen Herausforderungen und Entscheidungen, die mit solchen Eingriffen verbunden sind. Während Laura und Michael ihre Pläne transparent darstellen, bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Diskussionen in der Öffentlichkeit weiterentwickeln. Was haltet ihr von den Plänen und der offenen Diskussion? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Updates zu verpassen. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.